So, Leute, ich bin hier wieder. Wir spielen jetzt Marius 2 West Victory und ja, ich habe dieses Level offscreen schon öfters gespielt hier. Das jetzt kommt, weil ich erfolglose Aufnahmeversuche gemacht habe aufgrund der Beschissenheit dieses Levels. Ja. Okay, hier braucht man einen blauen Switch. Wie man an den kommt, weiß ich noch nicht, weil ich noch nicht so weit gekommen bin. Aber was ich sagen kann, ist, wo man hier einen silbernen B-Switch kriegt, den braucht man hier nämlich, um da nach rechts zu gehen und da durchzukommen. Zack. Zack. Hilfe, Hilfe. Okay, ups. Puh. Ja, das ist genau das Miese. Wenn man diese Shell einmal verliert, dann muss man diese dämliche Resetor gehen und dann die ganze Strecke nochmal machen. Also ich hatte jetzt Glück, dass ich das irgendwie so schnell geschafft habe hier. Okay. Aber ich habe zumindest absichtlich alle Viecher eliminiert, die mir in irgendeiner Weise schädlich sein könnten. Also die eine Bedrohung darstellen könnten. Zack. So. Okay. Und hier bei diesem Geld, da kann man dann durch. Hilfe. Okay, und dann gibt es hier den blauen P-Switch und den kann man dann holen. Und ich hoffe, dann ist dieser Scheiß hier endlich vorbei. Wenn man den blauen P-Switch jetzt geholt hat. Okay, zumindest habe ich diese Lotusblume erfolgreich eliminiert, ein für alle Male. So, und es bleibt zu hoffen, dass da oben dann das Ziel oder allermindestens der Midway Point ist. Fick dich. So, Leute, bin ich wieder. Oh, damit so ein Scheiß nicht passiert, mache ich das halt so, dass ich das Teil hier unten drücke. So. Problem gelöst. Oh, es sei denn, da oben gibt es jetzt noch mehr dieser Art, aber zum Glück nicht. Und damit ist dieses Mistlevel endlich abgeschlossen. Ja, ich habe bewusst den ganzen Kram jetzt rausgecuttet. Weil das Level sowas von zeitintensiv war und ich wollte, dass das so wenig Paarzeit einnimmt wie möglich. So, jetzt haben wir Montys Plateau mit einem Secret Exit. So, und schon wieder diese immer gleiche Musik hier. Zack. Zack. Okay, da sind Münzen. Heißt, dass man kann in diese Röhre rein. Nein, das kann man nicht. Wollte ich nur mal testen. Hallo, Monty Maulwurf. Danke dafür, dass du mich getötet hast. Zack. Hilfe. Oh Gott, jetzt kommt der Monty-Maulwurf-Invasion. Hilfe. Weg mit dir. Pfui. Zack. Komm her. Wow. Scheiße. Scheiße! Okay, so, dann müssen wir das halt ändern. Wir sollten nicht nochmal an so einer dämlichen Stelle verrecken. So einfach ist das. Okay, und ich habe hier die Befürchtung, dass das Secret Exit hier wieder irgendwo gegen Ende des Levels zu finden sein könnte. Zack.
Autsch. Hilfe. Komm her. Zack. Du stirbst, Hilfe. Zack, komm her. So, zack. Hilfe. Du stirbst, du stirbst. Hilfe. Okay, und jetzt haben wir wieder hier dieses extreme Maulwurf-Aufkommen die ganze Zeit. Überall, überall. Okay, und jetzt gelangen wir bald an die Stelle, an der wir eben verreckt sind. Okay, und ich glaube, hier kann man gar nicht springen, ohne an diese Mancha ranzukommen. So, geschafft. Und ein Secret Exit oder sowas gibt es hier nicht, auch kein Midway Point. Nein, der Hackersteller meint, den Spieler hier eiskalt alleine lassen zu müssen. Zack. So. Hallo Pilz. Hilfe. Plop, plop. Okay, und wo soll hier bitte ein Secret Exit sein, frage ich mich. Ich habe jetzt da ehrlich gesagt nicht die Spur von einem Secret Exit gefunden hier. Ich wüsste jetzt nicht, wo hier sollte ja ein Secret Exit zu finden sein. Außer vielleicht an einer Stelle. Nämlich hier unten. Okay, ich weiß jetzt nicht, wo hier ein Secret Exit sein könnte. Das sieht mir eher so aus, als ob es hier regulär weiterginge. Also ich guck nach, wo das ist. So, Leute. Ich habe jetzt geguckt, wo der Secret Exit ist. Und ich sage euch ganz ehrlich, wie soll man auf diesen Mist kommen? Okay, also das ist ja fast schon VIP-Niveau, was das Secret Exit angeht. Von der Schwierigkeit. Ich zeige euch, was man hier machen muss. So. Ich kann jetzt erstmal bis zur entsprechenden Stelle spielen. So weit ist das zum Glück nicht. So. Hilfe. Ja, nämlich hier. Hier ist das Maulwurfsloch auf einmal eine Tür. Ja, und dann kommen wir da durch. Welcher Mensch soll denn bitte schon auf diesen kranken Mist kommen? Ganz ehrlich. Okay. Ja, klar. Und dann tötet mich da diese Shell auch noch. Und das Doofe ist, hier muss man ja irgendwie klein rein. Also man kann nicht einfach so da rein, wenn man groß ist. Das ist auch so irgendwie so der springende Punkt an dieser Stelle. Zack, zack, zack. Aber ich werde das natürlich holen, dieses Secret Exit. Komm her. Fest entschlossen, das zu holen. Wobei, wenn ich hier den Kollegen hier hole, so, und diese beiden Dinger dann neutralisiere, dann ist es okay, glaube ich. So, dann hier durch und Schlüsselloch geholt. Und jetzt haben wir gleich den nächsten Secret Exit. Bills Plateau. Okay. Jetzt haben wir wieder viel zu viel Instant Kill Munchers und Bullet Bills. Also das Layout des Levels sagt mir jetzt nicht so sonderlich zu. Zack. Was willst du von mir? Soll ich einen Bullet Bill Jump hier machen hier? Okay, der verlangt jetzt immer schwerere Sachen.
So. Okay, aber ich habe es erstaunlicherweise bisher überlebt, dieses Level. Obwohl das Level gar nicht so einfach ist. Ja. Oh. Ja klar. Mario. Der geht einfach schon wieder in die Röhre, ohne den Midway Point einzusammeln. Mario, du bist doch furchtbar. Ich wollte diesen Midway Point haben. Aber... der nimmt dann natürlich nicht an. Hilfe. Okay, das war jetzt aus mehr Glück und Verstand geschafft und gerettet vor dem Tod. Okay. So, was ist das hier? Okay, wir haben einen Secret Exit gefunden. Freut mich, wenn das Finden des Secret Exits so schnell und problemlos geht. Okay, und hier haben wir jetzt wieder diese Special World, die wir ja zum Schluss machen. Okay, Leute, aber... dass Mario den Midway Point 1 nicht eingesammelt hat, braucht mich ja nicht zu kümmern, weil ich habe das trotzdem geschafft. First Try, diesen Secret Exit. Oh, gucken wir mal, ob ich jetzt den Normal Exit auch im First Try schaffe. Schön wär's. Zack. So. Rüber. So. Hilfe. Okay, Doki. So, zack. Und diesmal haben wir den Midway Point in heiß ersehen. Wow. Okay, im First Try schaffen wir diesmal gar nichts. Vermutlich, weil ich diesmal irgendwie... ach, Mann. Plopp, 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 hallo. Mein Gott, du dämlicher Chuck, du ruinierst ja alles. Hilfe. Wobei, hier gibt es direkt am Anfang die Pilze. Das heißt, das ist ein ganz gutes Power-Pool-Level. So, Pilz-Plateau machen wir dann hier. Mein Gott, warum habe ich jetzt am Anfang an dieser Stelle so schwere Probleme, wo ich die doch eben irgendwie mit Glück irgendwie gelöst hatte. Das Doofe ist an diese lila Mancha, darf man selbst dann nicht ran, wenn man da kurz vorher von einem Power-Up getroffen wurde und dann somit eigentlich immun wäre. Man stirbt trotzdem. Das ist das Beschissene daran. Dankeschön, du dämliche Feuerblume. Ich wollte eigentlich einen Chuck umbringen, aber nein. Du lässt mich ja nicht. Ja, das war klar, dass hier noch ein Chuck kommt. Ach, und dann kommen diese Drecksviecher. Ich hasse sie abgrundtief. Diese Kreuzfeuer-Bullet-Builds. Okay, und die Fuzzies kann ich auch mit einer Shell töten. Das wusste ich gar nicht. Okay, jetzt kam natürlich so ein Kreuzfeuer-Bullet-Build von unten und hat mich getötet. Also das ist schon wieder so ein Fall für die zweite Hälfte. Ist deutlich schwieriger als die erste des Levels. Hilfe. Zack. Boah, Hilfe. Okay, ich glaube, wenn die Viecher erstmal da unten sind, dann können die schlechter sich da neue Dinger schnappen. Hilfe, Hilfe. Hilfe. So, rüber mit dir. So, jetzt haben wir das endlich hier geschafft, den Käse. Okay, was haben wir hier? Steel Fortress, also die Stahlfestung. Dann gucken wir mal,
was diese Festung da für uns so bietet. Okay, das sieht hässlich aus, optisch. Optisch ist das ganz hässlich hier. Oh. Rüber da. Rüber. So. Feuerblume. Komm her. Rüber. Rüber über den ganzen Käse. Hier haben wir noch einen Grinder. Oha. So, Fluch. Hilfe. Autsch. So, komm her, du Skelettviech. Du bist jetzt abgetötet. Okay, jetzt haben wir es zumindest im First Try wieder bis zum Midway Point geschafft. Mal gucken, ob der Rest des Levels auch so einfach im First Try geht, aber offenbar nicht. Hilfe. Das war jetzt notdürftig vor dem absoluten Tod gerettet. Okay, zumindest der Fortschritt bis zum Midway Point, der muss abgesichert werden per Save State. Hilfe. So. Jetzt brauchen wir hier einen P-Switch, um hier durchzukommen. Außer, das ist wieder so eine Falle, so ein Verarscherätsel oder sowas. Aber dann scheint nicht so zu sein, zum Glück. Zack, zack. Rüber. Okay, und ich hoffe, hier ist dann bald auch mal Schluss. Ich habe keine Lust, diesen Scheiß nochmal zu spielen. Mein Gott, diese Säge hat mich jetzt sehr erschrocken. Hilfe. Huhuhu. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Spin Jump. Und? Haben wir das jetzt endlich geschafft, gebacken, gekriegt? Okay, jetzt geht's hier noch weiter. Okay, diese Tür war hoffentlich wieder so eine Verarschetür. Okay, und das war's jetzt hoffentlich. Ja, das ist der Bosskampf. Hallo Resnors. Fick dich. Okay, ich wurde gerade eben betrogen, indem man mich illegal da in diese dämlichen Dinger reingeschoben hat. So. Stirb. So, und damit hätten wir das jetzt erledigt hier. Okay, und dann Haunted Sea. Ich würde sagen, das Haunted Sea Level ist ein Fall für den nächsten Part. Wir sehen uns dann hier unten, Leute. Bis dann. Ciao.